North Korea. Nicht nur bekannt für seine Schokolade, sondern auch dafür, dass ein Überwachungsstaat ist. Und ein guter Überwachungsstaat muss natürlich sein eigenes Betriebssystem haben. Weil wie kann man denn sonst Leute richtig überwachen ohne eigenes Betriebssystem? Heute bekommen wir eine kurze Einführung, wie RedStar OS funktioniert. Die Einführung fokussiert sich auf den eigenen Code, der für die Überwachung eingefügt worden ist, und besonders auf die Art, auf Arten und Weisen, diesen Code zu umgehen. Bitte begrüßt Florian und Niklaus mit einer großen Menge Applaus. Hey everybody, thanks for having us. Danke, dass wir hier sein dürfen. To give you a deep dive, wir werden heute tief eintauchen in RedStar OS. We were kind of surprised that there is not relativ überrascht gewesen, dass es da relativ wenig Informationen gibt über den Kern von RedStar OS und was es wirklich tut. Und wir haben uns gedacht, das ändern wir jetzt mal und geben euch mal Inside-Informationen, wie das System funktioniert. Und als wir in die technischen Aspekte geschaut haben, können wir auch Schlüsse ziehen, wie die Entwicklung in Nordkorea tatsächlich sich weiterentwickelt und auch tatsächlich aufholt. Wir sprechen heute über unsere Motivation, warum tun wir das? Wir gehen durch die Architektur von RedStar OS, die einzelnen Komponenten, der Kern, und dann tauchen wir tief in die weiteren Komponenten an, all die Programme, die aus Nordkorea kommen und die zusammen mit RedStar OS ausgeliefert werden. Danach tauchen wir noch tiefer ein in die interessantesten Features von RedStar OS. Und dann können wir unsere eigenen Schlüsse ziehen. Dann haben wir noch Zeit für Fragen. Dieses Bild hier auf der linken Seite, das ist tatsächlich eins der Screensaver von RedStar OS. Okay, so before we begin, bevor wir anfangen, müssen wir kurz diesen Disclaimer loswerden. Wir waren noch nie in Nordkorea. Alles, was wir über Nordkorea wissen, ist von öffentlichen Quellen, aus dem Internet, aus den Medien und so weiter. Das heißt, was wir hier über Nordkorea sagen, ist Spekulation, weil wir wissen nicht wirklich, was in Nordkorea passiert. Außerdem sind die ISO-Dateien, die wir analysiert haben, öffentlich im Internet verfügbar. Möglicherweise sind sie also Fälschungen. Wir denken nicht, dass sie Fälschungen sind, weil Scott auf dem letzten Kongress gezeigt hat, wie RedStar aussieht, und alles, was er gezeigt hat, ist auch in diesen ISOs drin. Das heißt, wir glauben, die sind real und echt. Bitte merkt euch, dass wir uns über niemanden lustig machen werden, weder über die Entwickler noch über die Leute in Nordkorea, weil wir denken, dass unsere Präsentation ein bisschen auch lustig sein könnte, und ihr könnt auch lachen, das ist auch okay. Aber wenn wir uns RedStar ansehen und im Detail ansehen, das ist eine Überwachungsmaßnahme und deswegen ist es ein Privatsphären-Albtraum. Und bitte behalte das im Hinterkopf. Dieser Talk spricht nicht viel über Sicherheit, wie viele andere Talks im Internet, und das ist nicht unser Fokus heute. So, why are we doing this? Okay, warum machen wir das eigentlich? Die RedStar ISOs wurden ins Internet geleakt, die Version 2 hängt im Internet herum, und jetzt ist eine Version 3.0 Ende 2014 geleakt, und wir waren sehr überrascht, dass dieses Betriebssystem gar nicht in Tiefe analysiert werden wird. Das heißt, die meisten News-Artikel sind tatsächlich relativ seicht, und das überrascht uns, weil wenn da eine Art Staat ist, der nicht gerade auf Transparenz und freie Meinungsäußerung achtet, und die machen ein Betriebssystem, dann fragt man sich doch, wie funktioniert das Ganze und was sind die großen Aspekte. Der andere Aspekt war, Software Development in DPRK. Softwareentwicklung in Nordkorea aus. Wie entwickeln die Software? Do they have like a well-thought architecture? Haben sie eine gut durchdachte Architektur? Denken sie darüber nach, wie sie Sachen machen und was sie machen?
wie hoch sind die Skill-Level der Softwareentwickler in Nordkorea? So if you look at previous work, as I said, also wenn man sich genau das anguckt, was wir eben gesagt haben, there is some information that RedStar S actually looks like Mac OS X. Ah, dann findet man heraus, dass RedStar ungefähr genauso aussieht wie die Mac-Oberfläche, und darüber kommen wir später nochmal hinzu. And gave a pretty good insight into what's happening in DPRK. And then we have a few guys, a bunch of guys that looked into the browser. Und dann werden wir uns noch einen weiteren Blick auf den Browser von RedStar OS werden, der auch interessant ist. What we are going to do now is I'm going to show you the custom basic components. I'm going to talk a little bit about integrity on the system. Then I will hand over to Niklaus, und dann werde ich an Niklas weitergeben, und er wird the core and the surveillance features, and then as I said, we will have time for questions. Und danach gucken wir dann Zeit. There are different leaked versions out there, as I said. We have a desktop and a server version of RedStar, so you can also use RedStar as a server. Man kann and also it turns out that server version 3 is actually used on the internet right now. As you can see, there is a server header returned. Ist im Moment gerade this is an IP address of the server and it is pointing into North Korea. So this und is one of the few websites that is publicly facing the internet from North Korea, and they're obviously ist genau using the server version der die Verbindung zu Nordkorea herstellt, so mit der RedStar OS 3.0 Version, und wir schließen daraus, dass es dementsprechend die letzte und aktuellste Version sein soll. And then there is supposedly something that looks like 2.5. We have found some South Korean Die Version 2.0 wurde auch geleakt, und eventuell eine 2.5-Version. Es wurde etwas gefunden, was relativ offiziell aussieht, und es könnte die Version 2.5 sein. Und das sieht etwas sehr, sehr nah an Windows XP aus. XP going to 3.0 mimicking Mac OS X. Vielleicht sind sie von 2.0 über die Version 2.5. 5, die mehr wie XP aussieht, auf die 3.0-Version, die mehr wie Mac-Version aussieht. But if you look at the 3.0-Version, wenn man sich die 3.0-Version ansieht, dann sieht man, dass es auf ein Fedora 11 oder Fedora 11 basiert, und dementsprechend schließen wir, dass wir, dass sie 2009 mit einer Basis von Fedora 11 angefangen haben und 2011 dementsprechend den Kernel 2.6.3.8, der dann auf Fedora 1S basiert, entstanden ist. And the latest package build dates that you can see und in RedStar OS an RedStar OS die letzten Pakete, die man sehen kann, die sind quasi Juni 2013. Und dementsprechend glauben wir, dass im Juni 2013 RedStar OS released wurde. Leaks, so the ISOs have been leaked. Und Dezember 2014 gab es dann Public Leak, right, mit dem die Version in die Öffentlichkeit system, gegangen ist. It's basically a fully featured general desktop system, you might imagine. Es ist ein voll funktionsfähiges Fedora, Desktop-System. And it tries to mimic the look and feel of Mac OS X. You have an email client, a calendar, a word processor, QuickTime Produkte. Es gibt eine Verschlüsselungsfunktion. They implemented additional kernel modules and they touched a lot of kernel modules. So they have this kernel module RT scan, which Niklaus is going to say a little bit more. They have a kernel module which is called Pilsung. I was told that this means victory in Korean, and that kind of is a kernel module that supplies AES encryption. So they implemented an own kernel module to supply something like AES. Dieses kernel module gibt es so etwas wie eine AES-Verschlüsselung. Dann gibt es noch das, das Modul KDM und KIM, das ist ein Desktop-Modul. Which basically just does something with Korean letters and einfach was mit koreanischen Schriftzeichen und die Darstellung davon. Developed is RedStar has been delivered by the KCC, the Korean von Computer der Center. KCC entwickelt, dem Korean Computer Center. Like das ist sehr interessant, dass sie schon seit ein paar Jahren ein Büro in Berlin haben. Wir wissen nicht, was die da gemacht haben, aber sie hatten ein Büro in Berlin.
vielleicht einfach nur für den Wissensaustausch. It's quite interesting that they took care of system hardening, so they implemented say Linux rules with custom modules. Sie implementierten Hardening, also für SA Linux. You have to activate it or put your rules into it. Firewall is automatisch. They even have die Firewall on the system. It's not running by default, but they are kind of delivering it within default. Und and they have a lot of custom services that we're going to look into. Sie haben ganz right viel Kundendienste. Quite interesting is okay. So why should North Korea mimic Mac OS X? Warum Nordkorea Mac OS right X imitieren sollte? Ein Grund ist vielleicht, warum so dieser junge Mann hier einen iMac benutzt. So why should they implement their own operating also warum system? Sollten sie ein eigenes Betriebssystem entwickeln? So-called anthologies that are put out by the leader, and one of anthology by Kim Jong Il says that. Eine dieser Anthologien sagt von Kim Jong-il, im Prozess von Programmieren ist es wichtig, etwas in seinem eigenen Stil zu entwickeln. So there is this clear und bei One meint er eben ein eigenes Betriebssystem. So Nordkorea sollte sich nicht auf dritte Parteien verlassen, sondern eben nur auf sich selbst vertrauen und ihr eigenes Betriebssystem zu entwickeln. They touched everything, nearly everything on the operating system, changed it a little bit, added custom code. Alles ein bisschen modifiziert von dem Betriebssystem und das ist genau das, was sie machen. The custom applications that you have is a browser which is translates to my country. Sie haben einen Browser, der sich zu mein Land übersetzt. Es gibt ein Krypto-Tool genannt Bokem, was sich auf zu Schwert übersetzt. You have SOG1 Office, which is an open office customized for modifizierte Open Office Version. Ein Software Manager und ein Musikkompositionsprogramm. Dann gibt es ein Programm, das sich Root Setting nennt und das einem Root-Zugang gibt. In der Dokumentation wird gesagt, man aufgrund von Integritätsbedingungen sollte man kein Root haben, aber man kann es mit diesem Programm erreichen. Because it's so locked down, this is not true, obviously, because there is intended software intended to give you administrative privileges. They even touched KDM. Sie haben sogar KDM modifiziert und die Codebase von KDM ist sehr groß. Wir geben euch jetzt eine Demo. The first demo that we're doing die erste Demo, die wir machen, right ist jetzt genau Redst. We are actually doing this presentation in RedStar OS. Denn diese Demo, diese Präsentation ist tatsächlich in RedStar OS durchgeführt. So what you see right here is was ihr basically hier seht, ist RedStar OS. Wir zeigen jetzt ein paar Aspekte. Es gibt viele Screenshots im Internet. Einige von euch wissen vielleicht schon, wie RedStar funktioniert oder habt selber Erfahrung damit. Wir gehen nur einige interessante Sachen durch. So wie ihr gesehen habt, es gibt einen kompletten Word-Prozessor, eine Präsentationssoftware. Jetzt mache ich den Browser auf, was auch immer. Going into the preferences. Also die Einstellungen und nur um euch kurz zu zeigen, hier. A quick no. No. Oh. Yeah. To give you an insight on the hier habt ihr Einsichten in die Zertifikatsautoritäten, die hier in dieser Firefox-Version implementiert sind. Das ist Firefox 3. Es gibt hier nicht besonders viele Zertifikatsautoritäten und sie alle sind wohl schätzungsweise aus Nordkorea. Das heißt, der Browser ist total dafür gedacht, nicht außerhalb von Nordkorea benutzt zu werden. Das sieht man auch in der URL-Anzeige. Das ist hier eine interne IP-Adresse, die nach das Netzwerk von Nordkorea zeigt. Und alles Einstellungen, Proxy-Einstellungen, hardgecodete IP-Adressen und so weiter, zeigen alle in diese interne IP-Adresse von Nordkorea. Das heißt, der Browser und das E-Mail-Programm wurden nie dafür gedacht, außerhalb von Nordkorea benutzt zu werden. What else do we have? Was haben wir noch? Okay, we have a QuickTime Player. So actually, speaking about mimicking Mac OS X. Also tatsächlich, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie wir Mac OS X nachmachen, wir haben hier diesen Swoosh-Effekt, der genau so aussieht wie in Mac OS X. Haben wir den Sound an? Ist an? Ja, okay. Okay, so let me try to find. Versuche ich mal.
Das hier haben wir eine Shell. Quite interesting is interessant ist, dass als wir das alles durchgeschaut haben, da waren einige Dateien, die einen gewissen Schutz haben. Und die schienen ihnen sehr interessant zu sein und sehr wichtig fürs System. Und es gibt eine Wave-Datei, eine Audio-Datei, die beschützt ist. Und die ist hier. Warning.wav. Warnung.wav. I don't know if we can hear this. I hope that wir können jetzt, ich weiß nicht, ob wir es hören, aber right schauen wir mal. I'll try it again. You hear that? Does anybody know what this is? Weiß jemand, was das ist? Pardon me? Yeah, pig, exactly. And where genau. Is it coming from? Und woher kommt das? Weiß das jemand? That's stolen from Kaspersky Antivirus. Gestohlen von Kaspersky Antivirus. Also in der alten Version von Kaspersky Antivirus, wenn es ein Virus findet, dann spielt es genau diesen Sound ab. Und das ist exakt die Wave-Datei von Kaspersky. Wir haben das mit Checksummen verifiziert. Das heißt, wir haben hier eine Copyright-Verletzung. So what else do we have? I've been talking about this. Dieses, wir können hier unsere eigene Musik erstellen. Das mache ich jetzt aber nicht, da bin ich nicht besonders gut drin. What else do we have? We have the browser. Wir haben einen Browser. I'm going to show you one more thing. I'm not Sache. Going to show you the encryption tool because die, Will Scott die Verschlüsselungstools, weil das hat Scott schon letztes Jahr gemacht, aber um euch mal einen Einsicht zu geben. Into the crypto tool. It's pretty interesting. If you look at the Hilfstools, dann ist es ganz hilfreich, wenn man das Tool, das BOKEM3 Tool ansieht, das die ganze Festplatte oder einzelne Dateien verschlüsselt. Wenn wir da in die Beschreibung gucken, dann sehen wir, das erlaubt dem Benutzer seine oder ihre Privatsphärendatei mit Verschlüsselung anzuzeigen. Und wir haben das nicht erwartet in Red Star. Dass der Benutzer tatsächlich Dateien verschlüsseln kann oder es zumindest probieren kann. BOKEM benutzt tatsächlich mitgelieferte Kryptographie, die mit dem Kernel kommt. Und wir wissen nicht, ob da irgendwelche Hintertürchen drin sind. Wir wissen also nicht, ob das entschlüsselbar ist oder nicht. Mit einem Master-Schlüssel. Wenn jemand das angucken will, der Kryptoerfahrung hat, dann würden wir sehr gerne eine Version zur Verfügung stellen. Also, let me get back to the presentation. Zurück zur Präsentation. Eine Sache noch, die ich noch zeigen muss, diese rote Flagge auf der rechten oberen Seite, wenn wir die anschauen, if you are going to translate, wenn wir da das übersetzen, so if you are going to translate all of this, you will find out that all of the strings and all diese Strings und all dieser Text, die sind alle oder scheinen ein Antiviren-Scanner zu sein. Das heißt, sie haben tatsächlich von Anfang an von Null auf einen Antiviren-Scanner implementiert, indem man einen Ordner und eine Datei auswählen kann und dann, wenn diese Datei tatsächlich eine Schadsoftware ist, dann, wir besprechen später noch, was Schadsoftware genau heißt, dann wird sie auf jeden Fall gelöscht von der Festplatte. Das ist also ein sehr interessantes Feature. In diesem Betriebssystem einen Virenscanner zu haben. So, schauen wir uns mal die mitgelieferten Komponenten an. Also wir haben uns jetzt bestimmt die Benutzersoftware angeschaut, aber es gibt noch viel mehr. Ihr könnt die ISO herunterladen, ihr könnt auch ein bisschen damit spielen. Ändert die Sprache auf Englisch, weil sonst kommt ihr nicht so weit, wenn euer Koreanisch nicht gut ist. Also ändert die Sprache und dann spielt rum. So, die interessanten Red Star Packages, sie haben KDE angefasst und bearbeitet, sie haben einen Integritätschecker und einen Sicherheitsdaemon geschrieben. Dann haben wir hier Sicherheitspackages, die Niklas gerade besprechen wird. Und es gibt noch Policy Daemons und ich werde jetzt über zwei der Integritätsmechanismen sprechen, die Red Star hat. Also wenn wir Red Star ansehen, dann sehen wir, dass eine Sache war ihnen echt wichtig, nämlich, dass das System seine Integrität behält. Eine Sache, die sie dazu benutzen, ist dieser
Prozess hier, der heißt InCheck, der kommt mit einer SQLite-Datenbank mit Hashes von Dateien im System, also Signaturen von Systemdateien, und die kann ich aus dem User Space konfigurieren. Das heißt, sie ist nicht irgendwie versteckt oder, sondern sie ist sehr klar und deutlich von dem Benutzer ersichtbar. Es ist sogar ein Benutzerinterface dabei und es wird beim Start ausgeführt und es sieht sich alle Dateien an, und wenn diese Dateien manipuliert worden sind, wird der Benutzer gewarnt. Hier kommt einen kleinen Pop-up und in dem steht, ja, diese Datei wurde bearbeitet und das System ist nicht mehr sicher. Also das ist, was diese Sache macht. Und Security D ist auch interessant, weil das ist auch ein Prozess, der in macOS auch läuft. Und ich bin kein Mac-Benutzer und ich denke, dass der Security D in macOS tatsächlich Zertifikate mithält. Was sie aber machen ist, sie haben Security D aus Linux reimplementiert und haben einige Plugins mit dabei. Und eine der interessanten Fakten über Security D ist, dass da eine Bibliothek mitkommt, die die einzelne Kernbetriebssysteme Dateien mit verifizieren kann. Und hier haben wir eine Liste von Dateien. Configuration files and autostart files for SCN PRC is the antivirus scanner. So it checks of the if these files are untouched. Also wir schauen hier, ob wir diese Dateien initiates a reboot instantly. So if you touch one of these files, your machine will reboot instantly. Wenn diese Dateien also angefasst sind, wird deine Maschine sofort neu starten. So during the startup process, when KDM is starting, it is also doing an integrity check. Startet, dann macht es auch einen Integritätscheck, und wenn diese Dateien jetzt bearbeitet worden sind, dann wird sofort das System neu gestartet. Und das heißt, wenn man sobald wir mit dem System rumspielen, dann startet das System ständig neu, und das ist natürlich. Once KDM is sobald KDM sagt, hier neu starten bitte, dann wird das nochmal gecheckt und dann wird das nochmal neu starten und dann checkt es nochmal und dann wird es wieder neu starten und so weiter. Das System ist also eigentlich tot. Was sie also damit versuchen, ist, dass sie einzelne Dateien beschützen wollen und deren Integrität beschützen wollen, und sie denken sich dann, das System ist besser, es ist besser, wenn du mit dem System gar nicht arbeiten kannst, also anstatt dass du dann nur gewarnt wirst, dass wenn dein System irgendwie beeinflusst worden ist. Okay, I will hand over to Niklaus and he will go into the guts and the surveillance. Ich gehe jetzt weiter an Niklas und Niklas wird noch weiter auf die weiteren spezifischen Features eingehen. Package we found was this EE6 package. Und was sich mit elektronischen Signatursystemen beschäftigt. Und wir fanden, das macht sehr, sehr viele komische Dinge. Und das ist tatsächlich eines der Bilder, die inklusiv in diesem Package sind. This is our copyright and don't break it and don't copy it and stuff like that. Und das beinhaltet einfach nur, das ist unser Copyright und bitte benutzt es nicht, und es ist unseres. It includes several pretty interesting files. We have some configuration files. We have a kernel module. Anhänge. We have also this red flag BMP, which is the picture you just saw, and we have the warning files and some shared libraries, and we are going now into detail eine Warnungsdatei und an die Kernel-Datei gesetzt. Right in the kernel module probably. And what it does, it's actually just hooking several system calls. Which und provides, das Einzige, was es quasi macht, ist einfach nur, es fasst verschiedene Kernel-Calls zusammen und einige, die Kernels, die auf dem Device aggregiert sind, die werden halt zusammengefasst, und dann sichert es oder beschützt die IPs. Und das ist relativ interessant, wenn man sich das mal genauer anguckt. Denn es beschützt einerseits die Datei, andererseits. You cannot edit the file, and also du kannst es nicht bearbeiten, und man kann es nicht reden, und man kann es dementsprechend nicht mal lesen.
Und auf der rechten Seite seht ihr, wie der Service interagiert. Mostly protects and hides the files, which wie we just saw, which quasi schützt packet. Und gleichzeitig versteckt. Then, like Florian said, we have this virus scanner, which at least looks like a virus scanner. Der wie ein Virusscanner aussieht. SDN-PRC process. Und das it provides ist a GUI to the user, so it's quite GUI-Prozess. So the user can see, okay, I have something that looks like a virus scanner, and I can also etwas, trigger some scans of wie der Virusscanner aussieht. And it's started by KDE in it. So und es hat there's this SDN-PRC desktop file, which is quite interesting, because what you want to do is like disable it, but you actually cannot edit this file. Man kann es aber nicht bearbeiten, also selbst wenn man es aufrufen möchte, dann ist es nicht möglich, das Ganze, den Virusscanner zu bearbeiten. Dementsprechend ist das nicht ganz so einfach. Wie wir bereits gesagt haben, gibt es verschiedene Arten davon. Etwas, was einen Ordner durchsucht, etwas, was einen USB-Stick durchsucht. This SDN-PRC service is actually loading the kernel module, and it starts another service which is called OP-PRC, which we are going to look und in detail in a minute. Wir werden nochmal an den OP-PRC-Prozess gucken, und das werden wir uns nochmal später ganz genauer ansehen, und denn das ist auch nochmal sehr interessant. But, aber das Pattern-Matching, there's another package, so we have this E6CB halt package, and we have E6CBDB package, which actually just provides this one single Angai file, and this means, as far as we know, means fog in Korean. And this is basically a signature file, or how diese the code ist ein, eine Signaturdatei und oder ein Musterdatei. Das ist eine wohl definierte Datei mit Mustern, die in den Speicher geladen werden und überprüft, ob die Patterns übereinstimmen. Und wenn das der Fall ist, dann wird die Datei einfach gelöscht und die Warnung abgespielt. Das ist eine der versteckten Dateien. So selbst mit Root-Zugang kann man diese Datei nicht sehen und nicht löschen. So der Benutzer wird nicht sehen, was geprüft wird und der Benutzer weiß eben nicht, nach was gescannt wird. Most likely our best guess is und unsere beste Schätzung ist, dass viele der Dateien sind in Little Endian, das heißt, man muss immer die Bytes switchen. Und es sieht nach UTF-16-Strings aus mit komischen Symbolen, also koreanischen Symbolen. Und wenn man das in Google Translate rein kopiert, dann gibt es komische Ergebnisse. So sieht aus, als ob sie nicht nach Schadsoftware suchen, sondern eher nach Dokumenten suchen. Zum Beispiel, wenn das die Regierung diese Dateien nicht verteilt haben will, dann werden die einfach gelöscht. Aber wir können das nicht bestätigen. Das ist nur eine Vermutung von uns. Und but you can always, man kann immer diese Dateien immer updaten. Das heißt, diese SCN-PRC hat eine eingebaute Update-Funktion. Oder wenn man dieses ESIC-Paket updatet, dann bekommt man auch ein neues Pattern-File. Das heißt, die Entwickler entscheiden, was schädlich ist. Und schädlich heißt dann nicht automatisch, dass es Schadsoftware ist, aber die Entwickler entscheiden sozusagen, was gelöscht werden soll und was nicht. Ein anderer Service, der im Hintergrund läuft, ist dieser OP-PRC. It's running in the background. Das ist interessanter als dieser Virenscanner, der läuft im Hintergrund, das heißt, der Benutzer sieht nicht, dass dieser Prozess läuft. Man kann mit dem Prozess nicht interagieren, und das ist einer dieser geschützten Prozesse, der nicht gestoppt werden kann, selbst mit Root-Zugang. Und das ist sehr interessant, weil man das Kernel-Modul nicht stoppen kann, weil die sich gegenseitig schützen. Wir haben ein bisschen die Entropie der Quellcodes vergleicht, der Binärdateien vergleicht. Und wir werden erklären, warum wir denken, dass sie so viel Code teilen.
Am interessantesten ist aber, dass dieser Prozess Wasserzeichen an Dateien anhängt. Sobald das System gestartet wird, dann liest es die Festplatten-Seriennummer, und sobald man zum Beispiel einen USB-Stick einsteckt, dann wird ein Wasserzeichen-Prozess gestartet, nimmt einen hartgekodeten Schlüssel und verschlüsselt es und steckt das in die Datei. Wenn man diesen Schlüssel in Dezimalschreibweise überträgt, dann bekommt man zwei Daten. Eine dieser Daten ist Madonnas Geburtstag, und das gibt Gerüchte, dass Leute in Korea Madonna sehr mögen. Aber wenn das ist nur eine Schätzung, aber wenn ihr vielleicht bessere Ideen habt, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden. Die Wasserzeichen haben ein ASCII EOF hinzugefügt. And for JPEG and AVI files, for example, für JPEG und AVI hängt das dieses Wasserzeichen einfach an das Ende. Und bei einem docx-Datei, dann wird es in der Nähe des Headers gesteckt, wo sehr viele Nullbytes stecken. Sobald man eine Datei mit Office öffnet, dann wird ein Wasserzeichen eingefügt, selbst wenn man die Datei nicht öffnet. Wir haben festgestellt, dass das nicht immer funktioniert, aber es funktioniert meistens. The supported types that we can confirm are Dateitypen, die hier unterstützt werden, also die wir bestätigen können, sind docx, JPEG und PNG und AVI-Dateien. Es gibt wahrscheinlich noch ein paar mehr Dateien, die hier unterstützt werden, aber die haben wir nicht so genau angeschaut. Interesting thing here is that ausschließlich Media-Dateien tatsächlich beeinflusst werden, das heißt keine Binärdateien. They're reducing their surface to files which could be used to carry information. Sie konzentrieren sich eindeutig darauf auf Dateien, die Informationen weitergeben können, was die natürlich dazu benutzt werden können. Informationen zu freier Sprache weiterzugeben. Das heißt, im Endeffekt sagen wir, dass das kein Sicherheitsfeature ist, sondern dass sie freie Meinungsäußerung tatsächlich mit Wasserzeichen versehen möchten. Das heißt, sobald wir ein Dokument weitergeben, hat das Betriebssystem die Datei mit einem Wasserzeichen versehen und sie kann damit nachverfolgt werden. Jetzt kommt eine kurze Demo. Und hier habe ich zum Beispiel einen USB-Stick. And there is a file on the USB stick. Love letter from Kim. Die ist ein Liebesbrief von Kim, dessen Checksum startet beginnt mit 529. Und sobald ich den in das System einstecke, they can see, okay, it recognized something like a USB-Stick on the system. Ein USB-Stick oder sowas ähnliches wurde im System erkannt, aber ich mache ihn jetzt gar nicht auf, sondern ich werfe ihn gleich wieder aus. Put it back there. Jetzt gehe ich zurück in meine... And, oh, shit. I hope that it worked. Ich hoffe, das hat jetzt funktioniert. Actually opening. This is what I meant is that it's kind of buggy. Das ist ein kleines bisschen fehlerbehaftet. Das heißt, es funktioniert nicht immer mit den Wasserzeichen. Aber meistens, wenn wir die Datei aufmachen, dann funktioniert das auf jeden Fall. Das heißt, wir machen die Datei jetzt mal auf. Und schließe es wieder. Put it back and then hopefully if we mount it. Then you can see it has been changed. Jetzt sehen wir, das Wasserzeichen wurde tatsächlich bearbeitet. Wir haben nichts in der Datei angefasst, aber das Betriebssystem hat die Datei geändert. Und das war tatsächlich der Teil, der Punkt, wo wir angefangen haben, mehr in das Betriebssystem einzusehen, als wir gesehen haben, dass das Betriebssystem einfach Dateien ändert, sobald wir irgendwas einstecken. Das ist ziemlich nervig. Und
So um es einfacher zu machen, was tatsächlich passiert ist, wir haben hier den Header der Datei, das ist eine docx-Datei für Word. Wir haben diesen String hier hinzugefügt, den ich markiert habe. Das ist tatsächlich das Wasserzeichen. Hier sehen wir den Plaintext auf der rechten Seite, der ist verschlüsselt. Und das fängt an mit B48. Das heißt, jedes Mal, wenn es das in die Datei einfügt, dann fügt es diesen String ein und der steht wahrscheinlich für Wasserzeichen. Und das am Ende der Datei erlaubt jedem, der diese Datei entschlüsseln kann oder diesen Teil, dieses Wasserzeichen entschlüsseln kann. Und nachdem der mit einem hart gecodeten Key verschlüsselt ist, kann praktisch jeder diesen Schlüssel finden und damit diesen Teil entschlüsseln. Und das erlaubt dem Entschlüsseler dann eben den Ursprung der Datei herauszufinden. Ein ziemlich lustiges Beispiel. Stellt euch vor, dieses Bild und ihr seid in Nordkorea und ihr denkt, das ist ziemlich cool und ich möchte dieses Bild jetzt an meine Freunde weiterverbreiten. Und du denkst dir, okay, möglicherweise fangen sie meine E-Mails ab und so weiter, deswegen tust du auf einen USB-Stick und das heißt, es geht gar nicht ins Internet. Niemand im Internet kann diese Datei anpassen. Und am Anfang haben wir dann diese Situation, hier haben wir die Originaldatei, das ist das Ende der JPEG-Datei, die mit FFD9 hexadezimal aufhört, bei also nach der Definition. Und sobald ich das meinem Freund gebe und er diesen USB-Stick in einen RedStar OS-Computer einsteckt, ändert sich die Datei so, dass sie so aussieht. Das heißt, JPEG-Dateien wird einfach das Wasserzeichen ans Ende der Datei angehängt. FFD9 ist also das eigentliche Ende der Bilddatei und danach haben wir dieses Wasserzeichen. Jetzt wird es interessant, denn wenn dein Freund dann eben diese Datei zu einem weiteren Freund weitergibt, macht RedStar OS folgendes. Es hängt auch noch das Wasserzeichen deines ersten Freundes an. Und was wir deswegen machen können, wenn wir also das technisch verbinden, dann können wir nicht nur sehen, woher die Datei kam, sondern wir können tatsächlich nachverfolgen, exakt wer diese Datei hatte und wer sie weitergegeben hat. Mit diesem Wissen können wir etwas nachverfolgen, oder was konstruieren wie das hier, wo wir tatsächlich die Verteilung aller Mediadateien in Nordkorea nachverfolgen können. Das heißt, wir haben hier in der Mitte diesen einen Typen, der in der Mitte einfach alle diese Dateien weitergibt, die wir nicht mögen, wenn wir Nordkoreaner sind. Und wir können deswegen alle diese Linien zurückverfolgen zu diesem Typen, den wir nicht mögen, und wir können zu ihm heimgehen und einfach seinen Computer herunterfahren und ihn festnehmen. Wir haben so eine Funktionalität bisher noch nicht gesehen, aber wir nehmen an, dass es your hard disk serial to their service, so they always can probably die die Festplattenserienummer immer an den Server schickt und damit haben wir die IP-Adresse mit der Festplatten verbunden und damit können sie einfach zu dir heimgehen und deine Festplattenserienummer einfach ansehen und damit all die Verteilung von dieser sogenannten Chart Medien auf jeden Fall nachverfolgen. What we thought is pretty hard for someone who don't have access to a system other than RedStar OS, which just has this one system, and tries to disable all of this malicious functionality, like the virus scanning, can delete all of your files. Someone else doesn't like, or the watermarking, the tracking of those files. This is actually quite hard, because some of those services are depending on each other, and these services, die hängen voneinander ab, und other services are running. So what you actually have to do is you get andere Dienste auch schon nicht mehr laufen. Und was wir versuchen müssen, ist, wir müssen den Root-Zugang kriegen, wir müssen den Security-Dämon abschießen, damit er nicht immer neu startet. Wenn wir das verändern, dann können wir diesen Mit Kernel-Aufrufen können wir das In-Feature-SDN-PRC ausmachen, dann können wir die anderen Features ausmachen. Und das Beste, was wir machen können, ist, the libOS file is not protected by anyone, so you can just exchange this with a validate OS function, which always returns one, which says, okay, everything is fine. And then at the end, you can delete the desktop file, which is used by KDE. Alles ist gut, und dann können wir die Desktop-Datei löschen, die von KDE benutzt wird.
benutzt wird und danach haben wir ein sicheres System. In North Korea who has only access to this one system, it will be extremely hard to figure all of this out and to completely disable it. So für Koreaner wird es sehr schwierig sein, das selbst herauszufinden und umzusetzen. Sie haben einen ziemlich guten Job gemacht, eine Architektur zu entwickeln, die sich selbst beschützt und sehr viel Arbeit reingesteckt, um zu verhindern, dass man das ausschaltet. Wir haben auch einen kurzen Blick auf die zweite Version von RedStar geworfen, nur um das zu vergleichen. Dort sehen wir, dass es gerade eine Entwicklung gegeben hat von der ersten Version. The thing which I was talking about, that the binaries are looking quite similar, is that the older version, they use a lot of shared libraries, and in the current version, they statically linked a lot of code into the binaries, even if they don't use it, so the code base looks quite the same. And the chain of starting the processes is a little bit different, so they put a lot of process which will be started in init process gesteckt, not like this, this depending on each other infrastructure which they have in the current version, and they on the current version also they have a lot of problems with file privileges, so Version gibt es auch sehr viele Probleme mit Dateirechten, but also they have a lot of binaries who are just setting like everyone can read and write this interface to the kernel module, which basically allows you even as a non-root user to disable the kernel module, and then you can kill all of the binaries, but you actually cannot delete something because then it will end up in the real in the reboot loop, and they actually, when you are doing something malicious, also then it always reboots. Schädliches macht, dann starts neu und in der älteren Version fährt es einfach das System herunter. And there's a we think and we saw that there's a more advanced watermarking userlib organ file, which is actually not present on the ISO we have. Organ gab es nicht auf unserer ISO-Datei, aber wir werden darüber in der Zusammenfassung erzählen, warum das nicht da ist. Aber es ist in dem Code wird darauf sehr viel verwiesen, aber wir hatten diese Datei nicht. Und konnten deshalb nicht genauen Blick darauf werfen. So, was wir nicht gefunden haben, waren offensichtliche Hintertüren, die wir dachten, dass sie eigentlich aber wir haben keine davon gefunden. Das heißt natürlich nicht, dass es keine Hintertüren gibt, aber wir haben Spekulationen darüber. Eine davon ist, dass, wie wir am Anfang gesehen haben, dass es Systeme im Internet gibt, die diese Version von RedStar laufen. Das heißt, es wäre komisch, wenn Systeme im Internet sind mit diesen Hintertüren, die dann öffentlich zugänglich sind. Das heißt, wenn jemand die ISO hat und diese Hintertüren herausfindet, dann könnte er sich Zugriff darauf verschaffen. Built-in update functionalities in different services, so backdoors could be just loaded via Hintertüren könnten einfach über Updates geladen werden. Wahrscheinlich haben sie gedacht, dass diese ISOs eben veröffentlicht werden. You just get the ISO, install it, update your system. Das heißt, possible werden einfach über Updates innerhalb von Nordkorea eingespielt. Und internal IP addresses, so probably they thought, okay, only we want only gedacht, our backdoors. Wir möchten die Hintertüren actually, okay, nur auf Systemen, die in Nordkorea laufen. This is like what we thought is the best guess that they. Das ist unsere beste Schätzung. We really thought that the ISO might be leaked, which actually happened. Haben, and another ISO problem is that, like Florian already said, is that they really touched a lot of code in the operating system, and we didn't manage to check all of the code. Und zwar nicht möglich, alles zu überprüfen. Wir haben uns hauptsächlich auf die Wasserzeichen und den Virenscanner konzentriert, und es kann sein, dass da noch viel weitere interessante Sachen im Code stecken. Is that the system is quite self-protecting. It's they not only implemented Fazit, Schluss, den wir ziehen können, ist, dass das System sich selbst sehr schützt. To just protect the system, to make it more secure. Und dass eben SE Linux
What is really bad, what we think, is this wire scanning and watermarking, because it actually allows you to track not only in Anführungszeichen Virenscannen und Wasserzeichen, and ermöglicht eben mit das Verfolgen von der Verteilung dieser Dateien. Und wir können, sie können überlegen, was für Dateien, entscheiden, was für Dateien eben verteilt werden dürfen. A really, really strong framework which can help you to track. Zusammen sind geben ein sehr starkes Framework, um die Unterdrückung umzusetzen. They're actually having some documents on the server version of the ISO of the server version of RedSource 3.0. And there are some user guide and administration guides, which are quite interesting, and they are talking a lot about how to make the system secure, how to run it secure, and why they're doing different kinds of stuff just to save the integrity of the system. And they have a huge chapter talking about file permissions, but they actually managed to fix them themselves, which is quite weird. And even the custom code uses basic memory. Der Code, der von Ihnen geschrieben wird, der benutzt Code, um Speicherkorruption zu verhindern. Und selbst viele Sicherheitsfirmen benutzen das nicht. Und das fanden wir schon lustig. Also mancher Code von Ihnen ist also sicherer als Code von vielen Sicherheitsfirmen. Can you hear me? Yes. Okay. So to wrap this up, again, we think this is a guess that primarily they try to protect and to save the integrity of the system, which totally makes sense if you're putting out an operating system from North Korea. The system was, in our opinion, definitely built for home computers, so it's not like industrial control or something else. It's definitely built for a home user because it mimics Mac OS X and gives you all of the tools. Maybe the reason why we didn't find backdoors is they actually know that backdoors are bullshit. Möglicherweise haben wir keine Hintertüren gefunden, weil Sie glauben, dass Backdoors Blödsinn sind. If you want to look into RedStar OS and help us out, especially with the crypto, the Pilsung kernel module, which provides custom crypto, with a look into the kernel to see if there is something hidden there, if maybe there are backdoors there, take a look at our GitHub and please contribute if you find something, because we think that this message and all of this stuff has to be put out to the public. So it is a well-known fact that this operating system is actually abusing free software to actually make free speech harder in a country that is quite oppressed. So with this, we are at our end, and we are going to take your questions now. So, jetzt sind wir am Ende, und jetzt frage ich noch nach Fragen. Thank you very much. We have about 15 minutes time for questions. Danke, wir haben ungefähr 15 Minuten für Fragen. Wenn ihr Fragen stellen wollt, bitte kommt an die Mikrofone. On the right and some on the left. Also, manche rechts, manche links. If you, for any reason, can't come to wenn the ihr nicht an microphone, kommen könnt, please raise your hand and I'll come Hände, to you with komme my ich mit meinem Mikrofon zu euch. Okay, please line up there. If you want to leave now, please do this quietly through the front door. Could you raise your hand if you have questions? I'm standing at the microphone. There are like okay, three questions yeah, over there. On the left one, yeah. Please. Hello. Hello. Yeah. So thank you very much. It was very interesting. I have two questions. Have you tried isolating the system in a CH-root jail? The second one is, were there any outbound connections, like automatically outbound connections made? Okay, so for the first question, we did not try to run it in an isolated environment. We actually installed it on a live system. I don't think so, right? Live system installiert. Ja, okay. But we didn't do any observations that this changed the behavior. Wir haben keine Beobachtung gemacht, dass die System sich anders verhält. Concerning the second question, auf die zweite Frage eingehend, not really outbound traffic. What it is doing is on the local network, it is talking a lot of net bias stuff. Im lokalen Netzwerk gibt es sehr viel Netbias-Verkehr.
NMB daemon running on the system, and it's talking a lot of NetBIOS, but this is basically everything we could find. We have even left it running for like 2 days to see if there is like an outbound connection for 1 day or something like that. We couldn't see anything like that. So the only stuff that Red Star is talking to a network is like this Windows NetBIOS stuff. And it is, if you push the button on the update feature of the virus scanner, it's actually trying to initiate an update process that goes to 5 hard-coded IP addresses that are all local. So like 192.168.9.172.17.2. So these are the only network connections that we could trigger or that we have observed so far. Thank you. Okay, the next question is also from this phone, from this microphone. Two questions. Might it be possible that it, like, when you install the system, it gets called from North Korea, so you cannot find out if it's calling home because you don't get the Could be. Call? Could be. Our guess is actually that there is far more stuff that you get when you pull up the operating system in North Korea. So one reason is the organ file that Niklaus mentioned that is missing on the system with the additional crypto information that is used for the extended watermarking that they are applying. We don't know where this file is coming from. And from our perspective, it totally makes sense. Und aus unserer Perspektive macht das komplett Sinn, diese Datei nicht auf der ISO zu verteilen, sondern jemand muss vorbeikommen und die Software zu installieren und dann eben diese dedizierte Organ-Datei zu installieren. Das macht komplett Sinn. Stuff works a little bit different. It's not like downloading an ISO and installing it. It's probably more complex to get this onto your system if you want to use this. Ein komplexer Prozess, um das auf das System zu bekommen. So entweder über Updates, and nur like im this Internet. Organ file and other stuff that can get to your computer, we don't know if this auf is possible unbekannte Art und Weise auf dein PC kommen kann. And the second question is like, if you look at it from the North Korean view, as like they have problem, they are quite happy, have a nice state, everything sie is working ja, sie fine. Haben keine Probleme, sie sind ja glücklich und alles ist ja gut und ihr Staat now ist ja people super. Come from South Korea, from the Western countries, bring their USB sticks with like Ländern Western und propaganda USB stick mit den Western, like der westlichen Propaganda. Like evil. Und like könnte man das nicht als böse betrachten und als natürliche, Verteidigung. Es gibt natürlich Sinn, wie das, warum das System so entwickelt wurde, wie es entwickelt wurde. Das spiegelt ein bisschen wieder, wie das Regierung funktioniert. Weil Integrität ist nicht nur ein kritischer Teil des Betriebssystems, sondern auch für den Staat like selbst. Shutting down everything and alles off runterfahren und die abschotten, also and closing down everything also totally makes sense. Ergibt auch tracking stuff that is distributed total in the country or deleting und alles, stuff alles also nachzuverfolgen sense. Und auch zu löschen. Ergibt auch Sinn. Kind of wir denken, dass Red Star eben genau like das wiedergibt und how culture is in North Korea actually. Und eben genau das wiedergibt, wie Kultur in okay, die Kultur in Nordkorea ist. Two questions of the IRC, which I would so wir haben auch zwei like Fragen aus shift dem in. IRC Chat. Oh, yeah, thank you. Okay. The first question is if you have any theory on how and why the ISO got leaked. Die ISO nach draußen can you ask the question again? I didn't How and why the ISO image got leaked? We don't know this actually. Why is warum? Like we don't think that it was somebody from North Korea. Wir glauben nicht, dass es jemand aus Nordkorea war. Wir denken, dass es vielleicht like ein Ausländer war, der das gemacht hat. Will Scott hat uns erzählt, dass es ihm möglich war, eine Version zu bekommen. Dann, es gibt natürlich Tourismus in Nordkorea. So man kann da mal Urlaub machen. Und wenn man da ein bisschen Arbeit reinsteckt, dann ist es like möglich, out of the country, if you want fast to try alles to take the risk. Aus dem Land zu bekommen. Wir wissen aber nicht, wer es gemacht hat und natürlich auch nicht warum. Es gibt Gerüchte, dass es ein russischer Student war, der dort studiert hat und hat das einfach auf der Straße gekauft und dann mit nach Hause genommen. Aber das können wir nicht bestätigen, ob das wahr ist.
And the second question is if there has been any attempt at the custom kernel modules yet, like reverse engineering or something. We reverse engineered RT-Scan, which is pretty simple because it just hooks a few function calls, that's it. Reverse engineered, weil das einfach nur ein paar Funktionen aufruft. Wir haben uns das koreanische Display-Modul angeschaut. Es macht einfach das, was, was man denkt, dass es macht. Wir haben natürlich nicht alle Kernel-Module angeschaut, weil die Codebasis eben so massiv, so groß ist. Dazu brauchen wir wirklich euch, um uns da auszuhelfen. Next question from the mic, please. Yes, I have another question. You said that most of the software is based off other open source software. Die Software größtenteils von quelloffener Software stammt. Und ihr habt aber nicht die Software und ihr habt nicht die ISO-Lizenz, also eigentlich eine Lizenzverletzung. Could you get an insight on what other packages are available? Was für andere Pakete verfügbar sind in diesem Paket? Actually, there is a DVD that you can. Es gibt tatsächlich eine DVD, die auch veröffentlicht wurde. Ich glaube, es war für Red Star 2. Aber wir wissen nicht, ob es auch für die aktuelle Version so war. Es gibt eine CD mit zusätzlicher Software, wie zum Beispiel Apache oder MySQL. Like all of the stuff that you basically need to run a full-blown operating system um ein komplettes Betriebssystem in Linux zu betreiben. Es gibt also zusätzliche Software, man kann sie runterladen und die Software auf der Maschine installieren. Wenn man sich die Beschreibungen in der RPM anschaut, dann sieht man, dass sie selbst eine Beschreibung geschrieben haben for the license that says KCC, und which is the Korean Computer Center, and sometimes they use GPL, and KCC als Lizenz so eingetragen. Manchmal haben sie GNU und andere Sachen reingeschrieben. So eine massive Urheberrechtsverletzung. So we suppose it is this way because it's like open source, right? By the way, open source. Apropos open source. Very nice. One more question from here. Are you having a question? No. Okay, then we have one more question from the internet. Yes, the question is if there is a possibility to fake the watermarks to get like some innocent North Korean. Ist es möglich, diese Wasserzeichen zu fälschen, um unschuldige Nordkoreaner zu schädigen? Ja, das ist möglich. Der Key ist einprogrammiert, den kann man auslesen. Und man kann dann perfekt die Dokumente fälschen und das ist absolut kein Problem. Man braucht nur die Seriennummer der Festplatte. Okay, and I just got another question, that is, does the warning.wav have a watermark? Hat die Warnungs-Wave-Datei eine Wasserzeichen? Nein, das ist exakt die gleiche Datei mit der gleichen Checksumme. It does not have a watermark, because nein, as Niklas said, es hat kein Wasserzeichen. Checksum as the Kaspersky one. Okay, thanks. Okay, thank you very much. Vielen, vielen Dank. Please give Florian and Niklas another big round of applause for their amazing talk.